Wo seid ihr? Keiner mehr hier? Doch, da ist noch einer. Der Stand des Todes ist nah. Das ist das Werk eines Nekromanten. Oh nee, nicht noch ein Nekromanten. Nee, einer hat mir gereicht. Oh, der nächste. Da kommt er. Der letzte war aber auch echt fies, ey. Boah. Immer wenn wir uns begegnen, können die Nazgul nicht weit sein. Solange du diesen Ring trägst, sind sie dir näher, als dir recht sein kann. Im Augenblick habe ich keine Wahl. Wie viele Nazgul sind es? Nur einer. Isildur, der König, der den einen Ring von Sauron nahm. Und ihn dann selbst trug. Das ist das Vermächtnis eurer Ringe, Celebrimbor. Na, ah, der Schlimmste von denen. Diese Männer starben in Minas Ithil. Das sind keine Männer mehr! No! Zögere nicht! Der Tod kann ihnen nur eine Gnade sein! Oh, hier kann man nicht. Verwehren, sie auf ihre Brüder hetzen. Es gibt offenbar keinen faulen Trick, den sich der Hexenkönig nicht zu eigen macht. Sie werden nicht die Einzigen sein. Es ist besser, wenn sie uns nicht kommen sehen. Deine Armeen gehören mir. Wo ist er? Ah, Scheiß weg. Schlaf. Du bist frei. Zieh von dannen. Den, mal, ja, den, der dreht sich gerade rum. Leg dich wieder zur Ruhe. Mehr rauf? Ah, hier ist er. Oh, oh, oh. Erzittere, wenn sich deine Freunde gegen dich wenden. Hat er noch geschafft, jawohl. Schlaf. Sei frei. Sehr gut. Ich weiß auch nicht. Manchmal hänge ich einfach so ein bisschen so an der Wand rum. Und schleichen wir. Hör mal, weißt du nicht, es ist zu schwer, deinen eigenen Pfad zu folgen. Ja, wir müssen wahrscheinlich alle befreien, mach das doch. Musche Keksnase. Vier Stück sind noch, okay. Irgendwas ist immer. Ich befreie ihre Seelen und schon sind sie alle wieder happy.
Nein, warum ist er hoch? Warum machst du denn da immer? Einfach gerade auslaufen, ist doch nicht so schwer. Komm, Talion, Isildur muss in der Nähe sein. Da. Hör auf. Muss A drücken, damit ich hinterher rennen kann. Du wirst dich dem Hexenkönig beugen. An unserer Seite sollst du ihm dienen. Oder du wirst sterben und als meine Marionette wiedererweckt. Du hast die Wahl. Ich kann mich nicht beugen, ich hab so ein Kreuz. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Lass mich nicht. Du kannst nicht bestehen, närrischer Waldläufer. Du wirst meine Qualen teilen, Bruder. Ah, verdammt. Das Auge Saurons ist reines Feuer. Wer sich widersetzt, wird brennen. Ihr begreift noch immer nicht, doch das werden wir bald. Alle, die den Ruf hören, dienen dem dunklen Herrscher. Es gibt kein Entkommen, nicht einmal durch den Tod. Castamir, er dient immer noch dem dunklen Herrscher. Sind sie nicht sehr gefährlich, ne? Die 44er Serie endlich geknackt. Wuhahaha. Isildur wird noch mehr gefallene Gondors erwecken. Ich werde ihn finden.
Wir beide sehen uns wieder. Solange ich diesen Ring trage, wird es sicherlich geschehen. Wo wird das wohl sein? Er füllt seine Ränge schnell. Ja. Nein. Ja. Ja. Ja gut, 81 jetzt. Als wir sie lichten, kein Feind ist stärker als er. Alle Feinde haben Schwächen. Oder eine Stärke, die wir uns zunutze machen können. Das stimmt. Ah. Ey, der helle Herrscher. Wir haben die Festung Mordors erobert. Dann wird es Zeit, den Kampf nach Barad-dûr zu bringen. Und zu Sauron. Und zu Sauron. Na gut. Nein, Eroberung, Wegpunkt. Der helle Herrscher. Schnellreise direkt ans Ziel, das ist immer praktisch. Unser Heer ist bereit. Und Sauron wartet. Was ist denn hin? Hier hinten rein? Was ist denn hin? Verdammte Axt. Wieso denn dahinter? Hä? Hä? War ja ernst? Klettern würde ich auch gern können. Die Tür geht auch nicht auf, also müssen wir tatsächlich irgendwie dahinter. Nimm an, du bist eine saftige Keule Fleisch neben einer toten Ratte. Wir müssen da hinter dem. Kein Zurück mehr. Arno, du bist dabei, den letzten Kampf um die Vorherrschaft über Mordor anzutreten. Jawohl. Bringen wir es zu Ende, Baby. Nichts ist schöner als Tarkon. Akt 3: Schatten und Flamme. Isildur wartet. Wir bringen den Krieg zu ihnen. Wir haben zwar die Festungen Mordors erobert, doch noch gehört es nicht uns. Saurons Armee nähert sich, bereit, uns allesamt zu vernichten. Doch wir werden nicht in seinem Bann sterben. Wir sind keine Diener des dunklen Herrn. Wir ziehen wacker in die Schlacht und machen dieses Land zu unserem. Ihr kämpft für Mordor. Ihr kämpft für den hellen Herrscher. Vorwärts! Zum Beispiel.
Beispiel einen Idioten, der den Chef mit... Kleiner Mann mit Spielzeugarmee. Wir spielten schon mal. Wir spielen noch mal. Mein kleines Dickerchen, ne? Ups. Ah, er auch wieder. Süßer. Der Süße. Geworfen. Boah, Alter, Dickerchen, ey. Was soll denn dein Kumpel da erledigen? Hau ab. Stoße schon. Aber das Beste kommt zum Schluss. Du wirst Qualen leiden. Ich kann es kaum erwarten. Ja, du mich auch. Wir müssen erstmal hier ein bisschen aufräumen. Wow. Das sind zu viele Klingen. Da kann man nicht richtig konzentriert kämpfen. Schnell im Augenwinkel gesehen. Ihr Menschen seid einfach zu wild. Ja, verdammt. Das Mordor erfährt von deinem Versagen. Jetzt hau ab. Jungs, kommt ihr da raus? Jawohl, weiter geht's. Vorstoßen! Ah, wir kommen jetzt. Ah, Bane ist schon wieder da. Sag mal, hast du noch genug Kraft, dich auf meinen Speer zu stürzen? Ja, mit deinem Drecksspeer, da habe ich jetzt schon keinen Nerv drauf. Verdammt! Eigentlich sollst du den da vor dir mopsen. Nicht, dass du so weit kommst. Nicht schlecht wie ein Pirat. Gondoraner Schwein. Doch ich fürchte, es war alles umsonst. Denn jetzt töte ich dich. Wer nennst du den Gondoraner Schwein? Deine Armee kämpft wacker für Orks. Sie tun, was getan werden muss. Auf ihre Art. Was kommt er auch noch? Die Maschine. Neuer Titel erhalten. Mob der Gestörte. Wir wollen.
Der ist jetzt zürnt, also bringen wir ihn um. So, hätten wir eh nicht übernehmen können, solange der da in Rage ist. Auch erzürnt, ist auch nicht mehr übernehmen. Gerade noch eben so gesehen, ey. Schließ dich der Armee des Helmherrschers an. 41. So, ne, tötet ihn nicht. Sehr gut. Lass uns zusammenarbeiten. Ich stehe hinter dir. Meine Armee wird immer größer. Boah, guck mal, wie viele Hauptmänner ich habe. Was ist der Unterschied zwischen einem Zwerg und einer Bleiche? Dann hole ich mir einen Drache und dann fliege ich auf meinem Drachen hier rum. Oh Gott, da kommt er. Deine Zeit ist gekommen, Talion. Deine Taten haben dich hierher geführt. Wir sind einander in Bruderschaft verbunden. Dies ist das Schicksal von Königen und Menschen. Es wird nicht das meine sein. Ah! Der dunkle Herrscher wird dich neu erschaffen. Na, verdammt. Jetzt zuckt er da wieder zwischen rum. Oh, das ist voll nervig, der Typ. Ist denn mein Drache schon wieder? Ach, der ist direkt weg. Du starbst und er erweckte dich. Du weißt es. Du weißt es. Sag mal, der macht immer nur dasselbe, ne? Die Angriffe, die du nicht ausweichen kannst. Ja.
Das fängt ja damit schon wieder an. Du starbst und er erweckte dich. Du weißt es. Du weißt es. Gesundheit, ey. Du bist mein. Nur wenn ich das Geld down behalten kann. Unbedingt Gesundheit. Das, was ich meine, man muss immer erst weg, sonst macht er diesen Doppelbelegung, der ist echt mies manchmal.